Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Anhängsel. Das hier ist eine Bonusfolge sozusagen. Ich glaube, die wird auch nicht sehr lang gehen. Ich weiß gar nicht, ob dann überhaupt irgendwas Spannendes passiert, aber der liebe Fanboy, hallo, hat kommentiert, eben, was würde denn passieren, wenn wir hier eben bei diesem Beginn, also beim Start, nicht anklicken wollen, ob dass wir die Story hören wollen, sondern dass wir es einfach nein klicken. Die Frage ist dann, passiert irgendwas oder wird es halt dann einfach nur übersprungen? Und ich dachte mir, ich nehme das kurz auf. Wenn sich das überhaupt rentiert, wenn was passiert, dann mache ich es auf jeden Fall rein. Wenn nicht, dann wird das jetzt gar nicht hochgeladen werden. Deswegen gucke ich jetzt mal ganz kurz rein und wir schauen uns mal an, ob was Bestimmtes passiert oder nicht. Gucken wir mal. Ja, hier wieder die Warnung. Das können wir mal kurz durchlesen. Ja, genau, hier Heart Attack. Also jemand, der anfällig ist für Herzinfarkte und so, sollte man nicht lesen. Und das ist eine Fiktion, eben dieses Spiel. Das hat jetzt nicht viel mit Realität zu tun. Jetzt bin ich halt eben gespannt. Oder ich lade es dann, das Gerücht eben. Also ich lade es dann eben, wie gesagt, wenn da jetzt nichts, wenn es sich überhaupt lohnt, wenn da jetzt natürlich nur übersprungen wird, dann lade ich es gar nicht hoch. Dann schreibe ich es jetzt nur als Antwort. Aber wenn nicht, dann lade ich das noch irgendwo oder ich schneide es vor die zweite Folge. Das kann ich auch machen, dass ich das vor die zweite Folge eben davor schneide. So, genau. Die Different Story, diese Geschichte von dem Dorfdämon. Okay, was passiert, wenn wir Nein drücken? Ich verstehe. Okay. Interessant. Also gut, wenn man Nein drückt, sieht man hier. Wenn man Nein drückt, dann darf man nicht spielen, dann darf man gar nicht anfangen. Und, dann halt nicht. Okay, interessant. Ich hätte es eher gedacht, doch so in die Richtung, dass halt dann, dass halt einfach übersprungen wird. Aber man darf dann gar nicht spielen. Okay, das heißt, man muss sich die Geschichte wirklich anhören. Gut, wissen wir jetzt, ich glaube, ich schneide es einfach vor die zweite Folge ran. Wie gesagt, jetzt kommt dann gleich im Anschluss die zweite Folge und dann haben wir das auch geklärt. Aber gut, dass du gefragt hast, der Fanboy. Gut, dass du gefragt hast. Das hat mich eben auch so ein bisschen interessiert, aber ich hätte gar nicht mehr dran gedacht, muss ich ehrlich sein. Also, hier wissen wir jetzt, man darf nicht spielen, wenn man die Geschichte nicht hören will. So, viel Spaß bei der zweiten Folge und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mura Oni. Du hast jetzt gar nicht lange drum rumschwafeln, sondern einfach hier weitermachen. Ich habe sowieso schon überlegt, soll ich das alles an einem Stück aufnehmen. Aber bei den RPG Maker Games habe ich schon ganz gern, dass ich mich immer begrüße und verabschiede. Deswegen, da habe ich auch einen besseren Überblick fürs Zeit, ja, für die Zeit, sage ich mal, dass ich dann die Folgen auch dementsprechend einteilen kann. So, dann hier in dem Haus ist nichts. Wir waren ja schon ein bisschen da drin, dann gehen wir da nur noch mal rein. Ein Haus. Okay, es muss ja irgendein Haus sein von jemandem, den wir kennen. Cheos, Hab und Gut ist auf diesen Regalen platziert. Okay, die müssen wir dann kennen anscheinend, die Chio. Dieser Kleiderschrank ist verschlossen. Ich sollte nicht reinlinsen. Okay, die Spüle ist leer. Dieser, ja, Countertop, wie übersetzt man das? Ja, diese Arbeitsfläche ist auch leer und die Herdplatten sind auch aus. Und diese, ja, das Regal hier hat halt Besteck und Geschirr. Was tust du hier, Hikaru? Ah, es tut mir leid, deine Tür war nicht abgeschlossen und so dachte ich, ich könnte dir erzählen. Ach, nicht schon wieder. Nun, danke, dass du es mir erzählt hast. Ach so, er wollte es uns erzählen, dass wir die Tür nicht, dass sie die Tür nicht, also wir wollten ihr erzählen, dass sie die Tür nicht abgeschlossen hat. Oh, nicht schon wieder so. Ach so, oh. Nun, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich werde mich vergewissern, dass ich das nächste Mal nicht mehr mache. Aber ganz ehrlich, trotzdem, nur weil deine Tür offen ist, deswegen gehe ich doch nicht einfach rein, dann klopfe ich doch erstmal an. Nicht so, hallo, ich kenne dich zwar, aber deine Tür war mal wieder nicht abgeschlossen, dann, also, okay. Kein Problem. Okay, aber mehr. Okay, er hat. Ach, wir haben genug geschnüffelt. Okay. Warum redest du denn die ganze Zeit mit dir selbst?
Ich muss jetzt mit so einer Stimme sprechen, weil das passt jetzt, glaube ich, irgendwie besser zu ihr. Dieses So eine Stimme schreibe ich meistens Leuten zu, die so dieses überkantitelte sehr von sich eingenommen und immer die anderen Leute rumschubsen. Das ist ach schön, wie sie gerade mit Hikaru gesprochen hat vorhin. Das war so Mal mit den Leuten reden. Hallo. Was soll ich denn heute machen? Okay, sie weiß nicht, was sie machen soll. Was haben wir hier? Spiele im Gras. Du bist besser vorsichtig. Irgendwas könnte dich ja vom Gras aus anspringen. Hä? Guten Tag, Hikaru. Guten Morgen, Hana. Okay. Hier haben wir auch noch jemanden. Wo ist Daisuke? Ich frage mich. Okay. Oh, hey, Hikaru! Okay. Guten Morgen, Maku. Warum haben die rote Wänkchen? Mögen die sich etwa? Suchst nach Daisuke, hä? Daisuke. Daisuke. Nun, ja, hast du ihn gesehen? Nein, sorry. Aber ich erinnere mich daran, dass Suki sagte, dass sie gehen würde, um mit Daisuke abzuhängen. Oh, ist das so? Nun, danke. Ich denke, ich werde dann einfach mal weitermachen, in irgendwelche willkürlichen Richtungen zu laufen, bis ich ihn erblicke. Ja, viel Spaß damit. Okay, ich laufe dann mal einfach weiter irgendwie unwillkürlich durch die Gegend und holala. Schön, hat die auch noch nicht. Okay, das ist abgesperrt. Ich laufe dann mal unwillkürlich durch die Gegend. Okay. Wir sind hier übrigens in Aino Village. Hast du eine schwarze Silhouette gesehen, die in letzter Zeit durch die Stadt kriecht? Ich glaube nicht. Hast du Tsubaki? Wirklich? Das hört sich ja schräg an. Also nee, so ausgedacht an. Nun, ich habe es gesehen. Und denkst du etwa, dass ich dir vertrauen kann? Boah, das ist echt voll die Zicke. Sei doch zweifelhaft, wenn du willst. Blöde Kuh. Ich mag die echt nicht. Wrong building. Achso, falsches Haus. Okay. Ach, aber bei Ding hat er das jetzt nicht gesagt. Bei dem Haus von der Chio da. Ich habe Gerüchte über ein blaues Monster, das in einem verlassenen Villa weit weg wohnt. Ich weiß nicht, ich selbst weiß nicht viel über dieses Gerücht. Aber Leute nennen ihn den blauen Dämon. Oder Blue Demon, wenn man jetzt den Eigennamen nicht übersetzen möchte. Die Bibliothek hat viele nützliche Bücher. Viele von ihnen, von denen du gar nicht erwarten würdest, dass du sie in der Bibliothek findest. Ja. Was haben wir hier? Achso, eine Holzhütte? Das können wir uns aber alles nicht angucken. Warum nicht? Aber da oben hängen Schwerter. Okay, aber die hat jetzt so gesehen gerade überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Mal gucken, ob wir das nochmal brauchen. So, dann gucken wir doch nochmal da hoch. Ist bisher jetzt so ein bisschen rumgucken und so, aber es muss ja nicht immer gleich hier so krass anfangen. Okay, da ist das Haus. Okay. Okay, jetzt sollten nicht so rum. Wir speichern hier natürlich erst nochmal. Da können wir jetzt nochmal, ist ja noch nichts Krasses passiert. So lange spielen wir jetzt noch nicht. Gut, nun, hallo Hikaru. Daisuke ist jetzt gerade weggegangen mit Suki. Okay, das ist anscheinend die Mutter oder irgendwie so. Dann gehen wir auch nicht hoch, sondern gehen mal gleich wieder raus. Mal gucken, ob wir die beiden finden. Da unten ging es ja auch noch weiter. Aino Outskirts, Aino Bibliothek und die Riverside. Wir gehen jetzt doch erstmal da zur Bibliothek, würde ich sagen. Bevor wir aus dem Ding rausgehen, aus dem Dorf. So, das ist jetzt wahrscheinlich die. Ah, das ist zu Buggys Haus, okay. Nun, ich schätze, ich nehme dann auch mal ein bisschen was zum Essen.
Okay. Die Zicke. Die mag ich echt nicht. Also zumindest bis jetzt. Hm. Hikaru? Dein Frühstück riecht nicht schlecht. Ah, nun, danke. Schätze ich. Hat deine Mom das etwa gemacht? Ja. Mann, wann war das letzte Mal, dass ich das Essen von deiner Mom hatte? Ich vermisse es irgendwie, hausgemachtes Essen zu haben. Ist das Essen, das du denn da gerade isst, nicht selbst gemacht? Nein, ist es nicht. Es ist, im Laden gekauft. Also fertig war wahrscheinlich irgendwie so, weil... Gut, die Zutaten müssen wir auch im Laden kaufen. Meine Stiefeltern kaufen für gewöhnlich Essen im Supermarkt. Ah, ich verstehe. Nun, du bist immer dazu eingeladen, zu uns rüberzukommen und das Essen meiner Mom zu genießen. Ich werde. Es ist ja nicht als, jetzt käme ich vorbei, um dich hässlichen Typen zu sehen, überhaupt. Ja, die Alte, das ist jetzt nicht mal, das ist ja nicht mal auf eine lustige Art und Weise. Es gibt ja den Unterschied zwischen necken und wirklich, wirklich gemeine Sachen sagen. Und sie sagt halt nur gemeine Sachen. So, also, wie war die Schule? Muss ja schmerzhaft sein, bis zur großen Stadt zu fahren für deine Ausbildung. Ich bin mir sicher, du würdest deine Familie und deine Freunde vermissen. Du bleibst da schließlich für ein ganzes Jahr. Ich bin mir sicher, dass du sowieso die meisten vermissen wirst. Buhu! Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach eine normale Person sein kannst und mit uns zur Schule gehen kannst. Deinen Freunden! Ja, tolle Freundin. Fakt ist, können wir nicht einfach aufhören, darüber zu sprechen? Hm? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Okay, aber warum? Erzähl's mir. Hör schon auf damit! Die Bilder sind aber irgendwie lustig gemalt. Es ist nichts. Wenn immer irgendjemand nichts sagt, dann ist etwas. Also, wenn jemand sagt, dass wenn ich jetzt sage, es ist nichts, dann ist natürlich was. Hör einfach auf! Ich... Warum willst du das so unbedingt wissen? Sollte ich nicht in der Lage sein, Geheimnisse geheim zu halten oder für mich zu behalten? Kannst du mir nicht vertrauen? Ist es deswegen? Nein, nein, Tsubaki, ich vertraue dir. Es ist nur... Es tut mir leid. Der Gedanke an der Schule hat mich einfach... Ja, bis ans Ende gebracht, so gestresst. Ich verstehe. Bitte, werd jetzt nicht wütend. Es tut mir leid, dass ich mich so benommen habe. Nun, dir sei vergeben. Ich schätze mal, ich war zu hartnäckig. Es ist in Ordnung. Du bist meine Freundin. Auch wenn du vielleicht ein bisschen, manchmal so ein bisschen, pushy, wie übersetzt man jetzt pushy? Aufdringlich bist, das macht mir nichts aus. Stuhl knarzt. Wie auch immer, ein paar andere finden dich vielleicht ein bisschen extrem. Und was soll das denn jetzt heißen? Ja, aber das hat nichts mehr mit temperamentvoll zu tun, sage ich jetzt mal, dass sie so ist. Ich meine, ich bin jetzt eigentlich auch eher eine temperamentvolle Person, aber solche Leute, die gehen einfach nur auf den Keks, die auch ihre Freunde ständig rumkommandieren und das ist anstrengend. Und solche Leute, die haben auch nicht immer lang Freunde, muss ich sagen. Das ist...
Ja, irgendwann reicht's dann. Ja, vergiss es einfach. Fein. Ja, kann ich mal ganz kurz dein Waschzimmer benutzen? Nani? Hä? Danke. Das Waschzimmer sollte dann der linken, im linken Gang sein. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal gleich dahin, oder? Chotto! Warte! Hikaru! Ja? Könntest du gehen und ein paar Flaschen Milch im Supermarkt kaufen? Okay, aber lass mich nur einfach kurz den... Nein! Nein! Geh jetzt! Der Supermarkt wird bald schließen! Aber es ist im Morgen... Nun! Nun! Okay, okay, okay. Okay, was hat die da im Badezimmer drin? Ich sollte zuerst die Milch kaufen gehen oder Tsubaki wird schnappen. Warum will sie jetzt unbedingt, dass wir die Milch kaufen? Das Break wird da gar nicht gegessen. Wieso dürfen wir nicht ins Badezimmer? Ja gut, dann haben wir jetzt aber noch die Möglichkeit, uns ein bisschen umzugucken. Nochmal kurz, zumindest. Hier ist auch zu. Da unten ist noch jemand. Mir ist danach, dass ich heute mal im Fluss schwimmen gehe. Okay, tu das. Oh, ein altes Haus. Ja gut, okay, aber... Die Bibliothek ist jetzt erstmal vorübergehend wegen Renovation geschlossen. Aber das wird bald vorüber sein. Alter, renovieren? Da kannst du restaurieren. Das ist ja komplett im Arsch, das Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann gehen wir doch mal Milch kaufen. Aber erst nochmal in die ganz andere Richtung, weil wir waren ja noch nicht überall. Das heißt, wir müssen jetzt quasi einmal darunter. Einmal darunter. Und da wird es jetzt wahrscheinlich das Ding geben. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen jetzt erst noch einmal darunter. Weil da unten gab es ja auch noch den Weg. Da sind wieder die Typen. Genau, da unten gab es ja auch noch einen Weg. Und da gucken wir uns jetzt auch nochmal um, was es da so Schönes gibt. Nehmen wir wieder ein Schild. Da oben geht es nach Aino Village. Hier geht es zum Aino Forest und zur Aino Riverside. Ja gut, okay. Frage ist, müssen wir da hin? Gucken wir uns mal kurz um. Okay, es gibt keinen Grund, die Stadt zu verlassen. Okay, hier ist der Fluss eben. Mit schönen Schmetterlingen. Ach, wie nett. Okay, dann doch noch wieder hoch. Ich dachte, hier gibt es was zu entdecken, aber naja. Was mache ich denn? Da hoch müssen wir ja natürlich. So, jetzt kann man noch in diese Richtung, zum Forest eben. Okay, nicht diese Richtung. Also er mag auch gar nicht woanders. Okay, wir müssen wahrscheinlich die Milch kaufen gehen. Ich dachte, wir können uns noch ein bisschen umgucken gehen. Aber gut, wenn der feine Herr meint, also die Milch kaufen gehen muss. Dann machen wir das doch mal. Aber jetzt nicht von unserem Geld für das Dessert. Okay, das ist ja süß. Was haben wir denn hier? Die Ladenpreise sind wirklich hoch, aber es lohnt sich. Jeder Cent quasi. Von hohen Preisen? Ich meine, super hohen Preisen. Die eingetütete oder die Flasche Milch hier kostet 4000 Yen. So gesagt. Ich denke, 4000 Yen ist die 40 Dollar? Das glaube ich eigentlich nicht. Wie ich gesagt habe, es lohnt sich. Das Essen hier ist unglaublich. Das interessiert mich jetzt ganz ehrlich, muss ich mal ganz kurz sagen. Der Yen-Wechselkurs. Da sagen wir mal ein Euro. 40 Dollar, das wäre ja krass. Nee. Ein Yen. Jetzt gucken wir doch mal hier ganz kurz hin, wie viel denn 4000 Yen sind. Das interessiert mich jetzt nämlich dann doch schon. Auf jeden Fall sind es keine 4000 berechne ich mal kurz. 4000 japanische Yen sind 35 Euro? Ein japanischer Yen sind 1 Euro und 1 Euro sind 114 Yen.
Echt? Dann habe ich das falsch in Erinnerung oder das hat sich jetzt schon geändert? Weil dann passt es ja eigentlich. 35 Euro für eine Milch? Was? Es ist ja nicht nur hoch, das ist ja mega hoch. Ich glaube, die Bauern würden im Kreis tanzen und sich freuen wie Rumpelstilzchen, wenn du für eine Flasche Milch für 4000 Yen oder 35 Euro zahlen müsstest. 35 Euro, ich würde keine Milch mehr trinken, Leute. Ach du Scheiße. Man kann die Milch billig kaufen, das sind immer diese ganzen Milch unter 1 Euro. Ich sage immer, ich zahle lieber gerne 1 Euro und mehr für eine Milch. Dann habe ich auch die Milch von den guten Bauern, von den guten Kühen, sage ich mal. Aber garantiert 35 Euro ist ein bisschen viel. Gut, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte jetzt, das entspricht so ein paar Euro und dann habe ich das mit irgendwas anderem falsch gesetzt. Ja, auf jeden Fall nicht so viel, aber boah, das ist aber schon krass. Also eine Milch? Boah. Unsere Mutter hat uns dann quasi 35 Euro, ich sage jetzt einfach 35 Euro, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, 35 Euro für ein Dessert mitgegeben. Da komme ich ja ein paar Monate mit aus. Okay. Meine Geschmacksnerven schmecken solch einen exquisiten Geschmack, so ein, wie sagt man dazu, Flavor, das Aroma, sag ich jetzt mal so ein bisschen. Okay. Hallo, willkommen in meinem Geschäft. Ich brauche andere Stimmen. Schätzen wir unser Essen. Der Preis lohnt sich. Daran interessiert, etwas zu kaufen? Na klar. Große hatte ich. Okay. Natürlich können wir das andere können wir gar nicht kaufen. Wir brauchen ja auch die Milch. Das heißt, wir müssen unserer blöden Freundin Tsubaki, der kleinen Zicke, mit unseren 4000 Yen, von dem wir uns ein Dessert hätten kaufen können, was es hier gar nicht gibt, müssen wir jetzt die Milch kaufen. Ich hoffe, sie macht uns dadurch damit wenigstens Pudding. So, okay, wir haben ein... Wir besitzen jetzt eine Milch. Komm bald wieder! Okay. Dann haben wir jetzt eine Milch und... Mit dieser einen Milch gehen wir... Nee, da oben war das. Mit dieser einen Milch gehen wir doch einmal wieder zu unserer... War das oben oder unten? Er möchte ja gar nicht hin. Er geht automatisch zurück. Dann war es da drüben. Ja, mit dieser einen Milch möchten wir... Das habe ich gesehen. Hä? Das ist irgendwie seltsam. Ich kann fühlen, wie, wie es mir kalt den Rücken runterläuft, sag ich jetzt mal, würde man bei uns sagen. Okay, was war das denn? Da war so ein Schatten. Okay, wir haben die Milch. Großartig! Du hast die Flaschenmilch. Nun kann ich ja ins... Nein. Was? Na, dann gehe ich halt bei mir daheim. In der Zeit hätte ich jetzt echt nach Hause gehen können, du. Ja, und jetzt? Ah, nichts ist wie frisch gebackenes Brot von dem Laden. Hä, aber wir haben doch Milch. Also, Hikaru. Bist du bereit für Steine hüpfen lassen drüben beim Fluss? Sieh zu, ich werde dich zerstören. Hahaha, in deinen Träumen. Dummes Kind, ich habe doch schon dieses Steine werfen gemacht, bevor ich geboren wurde. Du hast nicht den Hauch einer Chance. Oh Gott. Wenn ich gewinne, dann musst du mit mir dabei zusehen, wie die Sonne untergeht. Deal. Okay, dann lass uns mal zum Fluss gehen. Großartig. Ich werde dort dein Grab graben. Was? Ich frage mich, was das ist, was ich da vorhin gefühlt habe.
Okay, Tsubaki ist wieder bei uns in der Hosentasche verschwunden. Wir können wahrscheinlich immer noch nicht ins Bad gehen, oder? Der Fluss ist nicht in dieser Richtung, du Dummi. Warum dürfen wir nicht ins Bad? Was für Leichen hat sie? Man sagt, der blaue Dämon. Es fällt mir gerade ein, der blaue Dämon. Sie hat blaue Haare. Ich trau ihr nicht. Vielleicht sollte es so sein, aber... Naja, das werden wir alles noch schön erfahren in der nächsten Folge. Bis dahin!